Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es um eure Fragen zu dem neuen Programm Luminar 3. Ihr habt eine ganze Menge Fragen gestellt unter dem letzten Video, wo ich das neue Programm vorgestellt habe. Und ich würde sagen, darauf gehen wir jetzt mal genauer ein. Viel Spaß! Ich möchte euch nochmal ganz kurz auf meine Weihnachtsaktion hinweisen. In meinem Online-Store habt ihr die Möglichkeit, bis einschließlich Weihnachten 20% auf alle Videotrainings zu bekommen. Den Code findet ihr oben in der Webseite oder einfach XMES20 eingeben. Jetzt lasst uns aber direkt starten mit dem Video. Ihr habt viele Fragen gestellt unter meinem letzten Video zu Luminar 3 und auf die möchte ich jetzt mal ein bisschen genauer eingehen. Danke für das klasse Video. Ein Punkt habe ich vermisst, das Verschlagworten von Bildern und die Suche nach einem bestimmten Bild. Beispiel, ich suche alle Bilder mit dem Stichwort Tante Erna. Wäre toll, wenn du darauf antworten könntest. Ansonsten großes Lob. Erstmal vielen Dank für die lieben Worte. Und ja, diese Verschlagwortung, die fehlt aktuell noch. Die soll laut Roadmap von Skylum im Juni oder Juli 2019 danach kommen. Das Ganze nennt sich Smart Search. Kann man mit Luminar 3 bei den Fotos auch Tags, Metadaten bearbeiten, hinzufügen? Das ist im Prinzip die gleiche Antwort wie gerade eben schon. Diese Stichwörter, Tags und so weiter, das wird wie gesagt in 2019 noch nachgeliefert werden. Und die Roadmap dazu, die findet ihr auch auf der Skylum-Webseite. Hallo, weißt du, ob die auch an einer mobilen App arbeiten? Mein Kumpel benutzt Lightroom und kann von unterwegs die Bilder bearbeiten, die dann automatisch in der Cloud gespeichert werden. Das ist jetzt eine Sache, wo ich noch nichts drüber weiß, ob da an einer mobilen App gearbeitet wird. Ich glaube, aktuell konzentrieren sie sich erstmal darauf, dass Luminar 3 fertig wird. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es in naher Zukunft da auch eine mobile Version von geben wird. Ich werde mal nachfragen. Hallo Stefan, was passiert bei der Bearbeitung der RAW-Dateien mit dem Original? Wird es wie bei Lightroom nicht verändert oder ist die Originaldatei nach der Bearbeitung verändert? Danke für deine Antwort. Ja, Hans, die Datei wird nicht verändert, sondern ähnlich wie in Lightroom wird es da eine Datei geben, eine Katalogdatei, wo diese Bearbeitungen abgespeichert werden. Die Originaldatei wird da aber nicht betroffen, sondern wenn du das Bild dann exportierst, dann werden diese Bearbeitungen dann auf das Bild gelegt und als neue Datei abgespeichert, aber deine Original-RAW-Datei bleibt davon unberührt. Danke für das Video. Kann man Bilder auch aus der Bibliothek heraus mit Rechtsklick in Photoshop oder auch in Camera Raw öffnen? Ja, das ist möglich. Also du kannst hier durchaus auch den anderen Weg herumgehen. Nicht, dass man aus Photoshop eine Datei in Luminar öffnet, sondern es geht auch genau andersrum. Du kannst also jetzt hier auch in Luminar zum Beispiel auf ein Bild mit einem Rechtsklick und dann sagen, öffnen in Photoshop oder Aurora HDR oder Lightroom oder auch Apple Photos. Also all das ist möglich. Was passiert, wenn ich ein Foto auf der Festplatte verschiebe bzw. später wieder hinzugefügt wird? Merkt sich das Programm diese Änderung? Ja, diese Änderungen werden von dem Programm bemerkt. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Ordner, den ich hier hinzugefügt habe, ein Bild verändert, zum Beispiel verschiebe, dann wird das auch aus diesem Ordner direkt in Luminar herausgenommen und in den neuen Ordner, wenn er denn auch schon in Luminar hinzugefügt würde, dann dort wieder angezeigt. Wenn du es jetzt in einen Ordner verschiebst, den du hier in Luminar noch nicht hinzugefügt hast, dann ist das Bild quasi aus Luminar verschwunden. Aber es merkt sich sofort, wenn ein Bild aus einem Ordner gelöscht wird oder auch wenn du ein neues hinzufügst. Das heißt, wenn du jetzt einen Ordner hinzugefügt hast und packst jetzt noch 2, 3 Bilder mit dazu, dann werden die automatisch auch hier in Luminar dann angezeigt. Noch eine Funktion wurde nicht erwähnt. Gibt es die Möglichkeit, nach doppelten Bildern zu suchen bzw. anzuzeigen? Das würde wahrscheinlich mit einem Workaround funktionieren. Also ich kann jetzt nicht explizit nach einem doppelten Bild suchen. Was ich aber machen kann, ich kann mir zum Beispiel alle Bilder anzeigen lassen, die am selben Tag fotografiert worden sind. Und wenn du jetzt nach doppelten Bildern suchst, dann ist das ja quasi am gleichen Tag fotografiert worden. Und demzufolge solltest du relativ schnell auch doppelte Bilder dahingehend finden. Was hältst du von Luminar und kann es bei der Bildbearbeitung mit Lightroom mithalten? Ja, dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Ich habe schon mal Luminar verglichen mit Lightroom. Damals noch das Luminar 2018 mit dem Lightroom. Von der Bildbearbeitung her nehmen die sich eigentlich nicht viel. Die RAW-Dateien werden etwas anders interpretiert. Das alles findest du auch in diesem Vergleichsvideo. Es gibt ein paar Extra-Filter in Luminar, die mir sehr gut gefallen, die man jetzt in Lightroom nicht hat. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, mit Ebenen zu arbeiten, was du in Lightroom nicht hast. Das heißt, es ist so ein bisschen beides, Lightroom und Photoshop so ein bisschen gemischt, aber halt auch nicht alle Funktionen von beiden Programmen. Von daher, ich finde es sehr, sehr gut, gerade für Anfänger gut geeignet und ich kann es dir wirklich empfehlen. Wird die Objektivkorrektur auch mit übernommen bei dem Kopieren eines Bildstils?
Im Prinzip funktioniert ja Lumina so, dass die Objektivkorrektur immer schon automatisch angewendet wird, wenn du ein Bild quasi hier neu hinzufügst. Das bedeutet, du musst gar nicht wie in Lightroom extra diesen Klick machen, sondern diese Funktion ist in Lumina schon so vorhanden, dass wenn du ein Bild hinzufügst, die Objektivkorrektur immer automatisch mit angeklickt ist. Das kann man aktuell nicht ausstellen, wenn es jetzt die nächste Frage ist. Du kannst es allerdings manuell natürlich wieder rausnehmen, falls du diese Korrektur nicht haben möchtest. Demzufolge natürlich, wenn du einen Bildstil kopierst, dann wird auch hier die Objektivkorrektur mit übernommen. Hallo Stefan, danke für dieses Video, war wieder mal sehr gut. Ich hätte eine Frage. In Lightroom kann ich ja direkt aus drei Belichtungsreihen ein HDR erstellen. Bei Skylum gibt es ja dazu Aurora HDR, welches ich auch nutze. Nun meine Frage, kann ich in Lumina 3 meine RAW-Dateien, darunter auch die Belichtungsreihen, importieren und dann drei unterschiedlich belichtete Fotos markieren und entweder gleich in ein HDR erstellen oder eben diese drei markierten Fotos in Aurora exportieren und das HDR erstellen und wieder zurück in Lumina importieren? Das würde den Workflow massiv erleichtern, wäre super, wenn du mir hier antworten könntest. Ja, wie gesagt, erstmal vielen Dank für die lieben Worte. Freut mich, wenn euch die Videos gefallen. Und ja, natürlich ist das möglich. Also Lumina arbeitet sehr, sehr gut mit Aurora HDR zusammen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal eine Belichtungsreihe in New York mal geschossen. Ja, also diese drei Bilder hier. Und wenn ich jetzt diese drei mal hier anwähle, dann kann ich die ganz einfach per Drag and Drop in Aurora ziehen und kann mir dort mein HDR dann zusammenbasteln. Das mache ich jetzt hier einfach mal. Du siehst es jetzt nicht. Ich schiebe das jetzt mal hier unten raus. Aber ich starte jetzt hier mal Aurora HDR 2019. Ja, und dann wird das Ganze hier sofort in das Programm übernommen. Ich kann jetzt hier sagen, Auto-Alignment mache ich nochmal mit rein, HDR erstellen. Dann wird das hier quasi erstellt und dann wird das auch automatisch in Lumina 3 wieder übernommen. Jetzt haben wir hier das fertige HDR in Aurora HDR. Das heißt, hier wurde jetzt erstmal nichts weiter in der Bildbearbeitung gemacht, sondern hier wurde wirklich nur diese drei Bilder zusammengesetzt. Und wenn das Ganze dann in Aurora HDR fertig ist, dann kann ich das einfach in dem entsprechenden Ordner wieder abspeichern und dann ist das hier automatisch in Lumina auch wieder hier verfügbar. Guter erster Eindruck, danke. Wo kann man eigentlich seine Bilder sortieren? In Lightroom ist das in der Sammlung möglich. Ja, in Lumina gibt es da auch die Möglichkeit zu. Wenn ich jetzt hier mal auf die Bibliothek gehe, dann habe ich hier zum Beispiel die Möglichkeit, Alben anzulegen. Das bedeutet, ich kann jetzt hier alle Fotos, die auch aus unterschiedlichen Ordnern hier kommen, kann ich hier zusammenführen. Ja, ich kann auch ein Bild in mehreren Alben drin haben. Ich kann jetzt hier zum Beispiel ein Album Dubai haben. Ich könnte ein Album Städte haben, wo dann auch die Dubai-Fotos drin sind, aber vielleicht auch Berlin-Fotos und so weiter. Also da kann ich meine Bilder sehr, sehr gut sortieren. Ansonsten habe ich natürlich auch hier oben noch so ein paar smarte Sammlungen. Das heißt, alle Fotos, hier könnte ich dann zum Beispiel auch noch nach Datum gehen. Ich könnte hier meine Quick Edits nehmen, also hier Bilder, die ich mal schnell bearbeitet habe, ohne dass ich gleich den ganzen Ordner hinzugefügt habe. Ich habe hier Bilder drin, die ich erst vor kurzem hinzugefügt habe oder hier Bilder, die ich erst vor kurzem bearbeitet habe. Also man hat hier eine Menge Möglichkeiten, seine Bilder zu sortieren. Sehr schönes Video. Mir gefällt die angenehm entspannte Art und Weise deiner Videos. Deswegen mal die Frage, ob du auch einen Lumina-Komplettkurs geplant hast. Ja, sehr schöne Frage, die ich in letzter Zeit wirklich oft gestellt bekommen habe. Es wird einen Lumina 3 Kurs geben, sobald die finale Version raus ist. Also am 18. Dezember kommt ja die neue Version Lumina 3 offiziell raus. Dann habt ihr sie auch alle zu Hause verfügbar. Und dann werde ich dazu auch ein komplettes Videotraining erstellen, wirklich von A bis Z alles mal erklärt, wo du dann auch wirklich mit dem Programm voll durchstarten kannst. Hallo Stefan, vielen Dank wieder mal für deine tolle und auf den Punkt ohne viel Geschnörkel gebrachte Info zu Lumina. Ich stelle mir die Frage, wie kann ich meinen Lightroom-Katalog in Lumina weiterverwenden? Importieren oder einfach einbinden oder wie auch immer? Oder muss ich wieder bei Null anfangen mit einem neuen Lumina-Katalog? Dann müsste man zweigleisig fahren, was ja viel zu aufwendig wäre. Also, laut Roadmap von Skylum wird es auch dafür eine Lösung geben. Die kommt allerdings erst noch. Also es wird eine Möglichkeit geben, wie du deinen Lightroom-Katalog ganz automatisch in Lumina importieren kannst. Allerdings ist das jetzt noch nicht gleich am Anfang verfügbar, sondern ist für 2019 vorgesehen. Hallo Stefan, was kostet ein Upgrade von Lumina 2018 auf Lumina 3? Das Upgrade ist kostenlos. Das heißt, wenn du Lumina 2018 schon besitzt, dann kannst du kostenlos upgraden auf Lumina 3. Für alle Neukunden, die Lumina vorher noch nicht benutzt haben, gibt es die Möglichkeit, jetzt das Ganze noch vorzubestellen bis zum 18. Dezember. Dann kostet es nur 59 Euro statt 69 Euro. Und wenn du meinen Rabattcode noch benutzt, Rabattcode ist Schäfer, kannst du auch unten in der Videobeschreibung nochmal gucken. Da gibt es dann den Link dazu, wo du es bestellen kannst. Dann kannst du da auch nochmal 10 Euro sparen und das Ganze für 49 Euro bekommen.
Das waren erstmal eure Fragen. Vielen, vielen Dank fürs Fragenstellen. Das ist wirklich eine tolle Community-Arbeit, die ihr hier betreibt. Und ich hoffe, ich konnte viele von euren Fragen auch beantworten. Wenn ihr weitere Fragen habt, einfach unten in die Kommentare damit. Ich probiere sie weiterhin zu beantworten. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.